Für die nächste Gruppe rufe ich schon mal Tobias, Achim und Jakob. Macht euch schon mal auf den Weg. Ich komme zum Beispiel vom Dorf und habe oft Probleme. Ja, manchmal ist es irgendwie schwierig. Busse fahren fast keine, Züge haben wir sowieso nicht bei uns. Und es wäre voll gut, wenn es irgendeine Möglichkeit gäbe, mein Leben zu erleichtern. Und da hat sich diese tolle Gruppe Healthy sehr viel Gedanken darum gemacht. Einen tobenden Applaus bitte. Ja, hallo, wir sind Achim, Jakob und Tobias und ich persönlich habe auch das Problem, ich wohne auf dem Land und dort ist es oft schwierig, von einem Ort zum anderen zu kommen, da öffentliche Verkehrsmittel sehr beschränkt sind und nicht sonderlich viel fahren. Die Präsentation kommt hoffentlich gleich. Und ja, ich habe da eben das Problem, dass ich da gerne mal bei anderen Leuten mitfahren würde oder so. Und dann haben wir uns gedacht, ja, wir könnten noch eine App machen, in der man quasi, in die man eingeben kann, dass man von irgendwo nach irgendwo anders hin möchte. Und genauso andere Leute, die jetzt in eine Stadt fahren oder so, reinschreiben können, ja, ich fahre da mit und ich kann jemanden mitnehmen. Genauso ist es mit zum Beispiel Einkäufen, wenn man jetzt sagt, ja, ich fahre einkaufen, vielleicht kann ich anderen Leuten was mitnehmen, dann kann man das auch in diese App reinschreiben. Und ja, das war so unsere Idee. Genau, und dazu können wir eine kurze Live-Demo zeigen, wenn es jetzt hoffentlich funktioniert. Da kommt's. Genau, also das ist erstmal eine Startseite, auf der sieht man unterschiedliche Dinge. Also primär haben wir uns dieses Wochenende mit dieser Mitfahrenmöglichkeit beschäftigt. Und dann müssen wir halt erstmal einen Standort eingeben, wo wir gerade sind. Und das können wir auch automatisiert mit diesem tollen Symbol hier machen. Wenn wir da draufklicken, werden wir vom Browser gefragt, ob wir das erlauben möchten. Und dann wird hier unsere Adresse in etwa eingefügt, also das ist jetzt ein Gebäude in der Nähe. Und dann sehen wir halt darunter direkt die Fahrten, die angeboten werden von diesem Gebäude aus oder halt die dort enden in einem bestimmten Radius. Und dort sehen wir zum Beispiel, wenn wir selber die Strecke fahren, können wir dann anbieten, jemanden da mitzunehmen oder wir können halt nachfragen, ob jemand anderes die Strecke fährt und uns dann helfen lassen, dass wir dahin kommen. Alternativ kann man natürlich auch, wenn man sagt, da ist noch nichts, was ich brauche, dann kann man sagen, eine neue Fahrt erstellen. Und dann kann man da halt auch Ort und Ziel angeben und dann halt eine Uhrzeit. Zum Beispiel, wenn wir jetzt gleich zum Hauptbahnhof müssen, das müssen ja hier einige, dann können wir darüber fragen, wer fährt da hin und dann von denen mitgenommen werden. Und dazu haben wir halt ja nicht nur diese Mitfahrenfunktion, sondern auch noch hier andere Hilfen, heißt das hier jetzt. Und da sehen wir jetzt einfach nur mal so einen Standardeintrag, wo halt einfach jemand in dem Fall 10 Kilo Kartoffeln braucht. Ja, genau. Gelöst haben wir das Ganze dann mit einer Web-App, sieht man ja. Und das Frontend haben wir mit HTML, CSS und JavaScript gemacht. Und das Backend mit PHP und MySQL. Ja genau, hier sieht man das nochmal in Form von mobiler Ansicht. Und ja genau, wie schon gesagt, ist das so. Und die Pläne für die Zukunft wären nur, dass man das mit dem Einkäufe mitbringen noch erweitert. Und halt auch mit so kleinen Jobs, zum Beispiel Gartenarbeiter, Hackerschneider, irgend sowas. Und dann noch als Progressive Web App, damit man das halt direkt auf dem Handy ohne Browser hat. Hier sind dann nur unsere Links von GitHub und Hackdash. Und das war's soweit mit unserer Präsentation. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank an Tobias, Achim und Jakob für die wunderbare Präsentation.